So, willkommen zum dritten Video. Ich muss mal ein bisschen Gas geben hier. So unfassbar fantastisch sieht das ja auch nicht aus, dass man sich alles angucken muss hier. Ich meine, es hat seine grafischen Höhepunkte. Physiktechnisch, wie wir gerade gesehen haben, nicht unbedingt. Boah, da kann sich das wieder angucken hier. Was auch immer wir das bringen soll. Charles Dickens. Daran sieht man es übrigens hier, dass Charles Dickens, das spielt auch in Assassin's Creed Syndicate mit. Da gibt es so Quests mit Charles Dickens. Die kann man da lösen. Das heißt, es muss also zeitmäßig ungefähr zu der Zeit. Warum kann sich das jetzt ansehen? Was hat das für einen Sinn? Soll das eine Karte sein von irgendwas? Das wäre der Hammer, wenn das jetzt meinetwegen die Karte eines bestimmten Gebietes von Assassin's Creed Syndicate wäre. So quasi als kleiner Sidekick. Ich weiß wirklich nicht, warum man das umdrehen kann. Das ergibt doch keinen Sinn. Dann legt das wieder hin. Statt es wenigstens mitzunehmen, obwohl das ergibt ja keinen Sinn. Man würde ja auch hier nicht durch die Gegend wandern und Werbeprospekte, die man sieht. Weil eine Frau mit großen Argumenten darauf abgebildet ist, mal guckt sie das aus Interesse mal an, da wird man das auch nicht sofort einstecken. Ich will hier rein, ich will hier rein. Ist hier gar nicht Quest drin? Ach, ich spiele kein Rollenspiel, verdammt. Bewegt sich die Pulle? Oh, das zumindest das. Das hätte mich jetzt wirklich enttäuscht, wenn die Flasche sich nicht bewegt hätte. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir hier die Babyhäuser nicht verlassen. Ihre Tochter, die ist auch 20 Jahre alt. Sieht die gut aus? Kann ich mich da auch ranmachen hier? Ah, oh, ich bin ja so guter in Massage. Ich muss ihre Tochter massieren. Oh Lord, zack, zack, zack. Nö, ja, sie stören sich nicht daran. Man kann hingehen, kann ein bisschen Spanner spielen. Kann er schon seine Waffe ziehen und alle abschießen? Auch das nicht. Das Spiel, ich würde mal beinahe sagen, das Spiel fühlt sich an wie eine Demo. Warum kann er das nicht hier ausplündern? Ich meine, das sieht doch alles ist schon rum. Warum können das nicht Gegenstände sein, so Sammelobjekte? Das kann doch nicht sein. Der Lipo fühlt sich so unbefriedigt. Hier kann ich auch nicht rein. Auch hier. Die Spiegelungen sind alle nicht vorhanden. Man muss auch immer ein bisschen gucken, was spiegelt sich denn? Was spiegelt sich denn da? Naja, spielt sich zumindest das, aber ich gehe mal eher davon aus, dass die, ja, wie soll ich sagen, die Seite, die so zu sehen ist, einfach da, ja, eingebaut haben. Kann man das so sagen? Deswegen gucke ich immer, ob sich das überhaupt, das ist ein dunkles Gebäude. Wo ist denn hier zum Beispiel, das ist doch eine Fake, das ist doch Fake, das sieht man doch. Das heißt, diese Seite, die müsste doch eigentlich diese gegenüberliegende Seite spiegeln. Also ein dunkles Gebäude. Und nicht so, als würde das vorbeigehen. Also man sieht ja schon, selbst die Spiegelungen sind fake in diesem Spiel. Und ich befürchte, egal wie viele Abzweigungen ich hier auch lang gehe, eigentlich müsste da immer ein Schild stehen, es gibt nichts zu sehen, Lipo, hau ab. Spiel das Spiel. Du nicht so, als wäre das Spiel Open World. Versuche auch nicht überall abzuzweigen. Kann man dem zuhören? Ah, sind das ein Flachmann? Ah, herrlich. Den kann ich aber gebrauchen, den Flachmann. Meine Güte, den stecke ich mal schön ein. Was? Was ist da für eine Scheiße hier? Das ist schon hier, da blutet mir doch schon das Herz. Nach, keine Ahnung, 200 Stunden Fallout 3 eine Gedönsklamotte aufsammeln und wieder weglegen. Das kann doch nicht sein.
Hat er denn nicht irgendwie einen Packesel dabei oder magische Fähigkeiten? Sodass er gefühlt 870 Objekte mit sich rumschleppen kann? Das ist doch nicht normal hier. Aber was man ehrlich sagen muss, ja, bis auf die Erdbeeren, da baut es schon wieder ab. Bei den Beeren. Aber zumindest die Beeren hier. Und die Äpfel nehme ich mal an und die Salate. Das sind zumindest richtige Objekte. Ja gut, die Beeren und das da, das würde wohl die, vielleicht will es die PlayStation überfordern. Das ist natürlich wieder eine einzige Textur. Vielleicht ist das doch alles eine Textur und ich vertue mich da jetzt, aber die Äpfel scheinen doch richtige Objekte zu sein. Nein, ich gucke schwer nur die Umgebung an. Da kommt die Sein hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren, und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? So schnell? Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwäche erinnert. Mein Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher ist es, was du sie tut. Um was geht es? Ein paar Irre laufen Amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste zu seiner Zeit. Du bist noch ziemlich gut. Aber ich weiß es. Ja. Degrain, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Klone beim Posteingang der Vereinigten in den U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. Was ist das denn für eine blöde Ziege? Du warst ziemlich gut. Hat das in der letzten Nacht nicht richtig besorgen können? Oder was hat die? Madame, die Alte ist so unbefriedigt. Er war früher doch so gut. Immer total, kurz vor der Erschöpfung, kurz vor dem Herztod hat er die befriedigt. Dann hat er kurz vorher noch aufgehört, aber so unfassbar befriedigt. Und jetzt, nach 2 Minuten, musste er schon wieder voll auf 3 weiter zocken. Hat er schon wieder aufgehört, hat gesagt, das wird nichts mehr, ich komme nicht, das dauert mir zu lange. Mir ist gerade eingefallen, wo die Nuka-Cola Quantum-Pulle ist, die letzte, die ich noch suche. Sie weint ins Kissen, da kann doch nicht sein. Früher war er doch so gut. Warum kann ich jetzt in diesem Mülleimer nicht nachgucken? Der sieht doch aus wie in Fallout, so ein Mülleimer. Und hier nix. Kein Interesse, was in dem Mülleimer ist. Kann doch nicht sein. Sie sehen schon, meine Damen und Herren, alle anderen Spieler beklagen sich. Nach 5 Stunden schon durchgespielt zur Order 1886. Und das Let's Play von Lippo 48 Stunden. Wie kann das sein, dass er so lange gespielt hat? Wahrscheinlich, indem man sich alles angucken musste, was die Programmierer programmiert haben hier. Sinnloserweise, um die, ja, eine Open World zu simulieren. Wieder keine Spiegelung. Ja, er ist ja auch ein bewegliches Objekt. Das ist natürlich das Schwierige. Man muss ja auch berechnen, wie weit ist er weg. Und hast du nicht gesehen? Da geht das wohl nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht bewusst ein Spiel, wo man sich in allen Spiegeln spiegelt. Und ich meine jetzt durchgehend das Spiel. Ich meine jetzt nicht den ersten Level. Oder einen Level. Was ist denn hier? Ich will Kaffee trinken. Lass mich rein. Arschlöcher. Kann man eigentlich speichern oder wird auch nur automatisch gespeichert? Ach Gott, das geht ja immer besser. Kontrollpunkt neu starten. Kann man wesentlich schneller laufen. Ah doch, das geht tatsächlich. Da kann ich ja ein bisschen joggenderweise. Haben Sie vielleicht eine Nebenquest für mich? Jo, sammelt 10 Butterblümchen. Und 20 von 10 anderen Sorten. Dann kriegst du eine Trophäe. Jo, das mache ich jetzt. Die Butterblümchen sind natürlich in einer Karte versteckt, die gefühlt 600 Quadratkilometer ist. Ha, kann man noch runtergehen? Sobald wir drin sind, lass niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen.
Die üblichen schießmütigen Söldner. Die Vereinte Indien-Kompanie will enthusiastischer Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Ja, warte, ich muss mich hier noch umgucken. Ah, was ist da für eine schöne Ecke hier? Das war dem beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Ja, da mal gucken. Da, was ist das? Was sind das für Schattenwürfe hier? Welcher Baum ist so? Ja, es könnte der Baum sein. Sind denn auch die Äste hier physikalisch korrekt? Ich muss mir mal die Form der Äste angucken und wie sie den Schatten werfen. Das ist alles wichtig. Wahrscheinlich ist das hier einfach nur so Pi mal Daumen gemacht. Underground, we going in the underground. Was ist denn los hier? Warum hauen die ihn jetzt alle ab? Kann ich meine Waffe ziehen? Nein, das geht nicht. Kann ich da reingehen? Da muss ich mich in wilder Panik verstecken hier. Auch hier. Wo ist hier dieses verdammte Fenster? In der Spiegelung, was ich da sehe. Oder kann ich da durchgucken? Geh nochmal beiseite da. Nee. Oder war das einfach das gegenüberliegende Fenster, was ich dadurch gesehen habe? Ach, das ist das von innen, sind das die Fenster. Wollte schon sagen. Wo spiegelt sich das denn? Das ist, man muss natürlich wirklich sagen, dass das hier ein zielorientiertes Spiel ist. Das heißt, die haben ja hier das Ziel, bestimmte Abschnitte zu erreichen, bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist natürlich klar. Das ist ja bei euch auch so. Wenn ihr irgendwo hinfahrt, dann, wo ihr terminlich hin müsst und meinetwegen ihr fahrt los und 30 Minuten später müsst ihr da sein, dann könnt ihr ja auch nicht voll die Sightseeing-Tour machen und 2 Stunden lang hier alles rumerkunden und dann seid ihr 1,5 Stunden zu spät und ist auch egal. Da kommt das so an, na gut, dass du dich beeilt hast. Das ist natürlich dann, wäre dann nicht so produktiv. Ich will jetzt aber hier lang gehen, weil die Alte da lang geht. Man muss natürlich sagen, dass es schön aussieht. Das ist natürlich auch immer, wie viel Aufwand können die betreiben mit diesem Spiel. Und wie viel Aufwand wäre es quasi? Achso, ich muss in Deckung gehen. Deckung. Wie ziehe ich denn eine Waffe? Muss mir das auch mal erklärt werden? Wie ziehe ich denn jetzt? R2. What? Erledigt. Alles klar. Na, zumindest. Aber gibt es keine Art und Weise, was für Nachladen ist das? Ach, gibt es doch. Wollte schon sagen, gibt es keine Möglichkeit hier. Ah, Mann, warte. Man kann tatsächlich die Leute plündern. Jetzt ernsthaft, dass nur die Waffe wechseln? Nicht die Munition achten? Ach. Los. Los geht's hier, Bastarde! So, ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch wäre wie immer super. Und ein Abo wäre super. Ich versuche mal, dass du jetzt ein bisschen weniger träge zu spielen. Vielleicht auch nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.